Seit 2005 arbeitet das Frankfurter Bündnis für Familie für mehr Familienfreundlichkeit in dieser Stadt. Vertreter aus Wissenschaft, Wohlfahrtsverbänden, Wirtschaft und der Verwaltung der Stadt Frankfurt und Stiftungen arbeiten zusammen an diesem Thema. Wir wollen Räume öffnen, Netzwerke knüpfen und für gute Rahmenbedingungen sorgen. Habe ich Sie neugierig gemacht? Dann kommen Sie mit. Das Thema Vertrauen ganz wichtig. Also kann das große stadtweite Bündnis etwas abgeben in die Stadtteile? Ich sage ja, das muss sein, weil Vertrauen und Familienfreundlichkeit entsteht nur vor Ort. Wir wollen ein stabiles Netzwerk aufbauen, das Bedürfnisse vor Ort unmittelbar erfasst, ziel- und ergebnisorientiert in die Stadtteile hineinwirkt, Vorschläge zur Umsetzung entwickelt und Projekte realisiert. Wir freuen uns, dass wir dieses Selbstverständnis jetzt unterzeichnen können. Dankeschön. Dann stoßen wir alle an auf ein gutes Gelingen, auf viele offene Türen für die Familie in den westlichen Stadtteilen und in der ganzen Stadt. Und ja, auf ein gutes Gelingen allen Aktiven in dem Zusammenhang. Ich denke, das Stadtteilbündnis ist wichtig, weil eine Vernetzung der Interessen gerade im Interesse der Familien, der einzelnen Gruppen, die im Stadtteil aktiv sind, für jeden nur Vorteile bringt. Ja, für mich war wichtig, dass die einzelnen Stadtteile, die manchmal nicht miteinander, sondern nebeneinander arbeiten, zusammengeführt werden und dass eine Verbindung geschaffen wird zwischen Eltern, Kindern, Industrie und Handwerk, sodass also die Kinder, die Familien morgen in Ruhe zusammenleben können. Und insofern finde ich es ganz toll, dass jetzt auch hier im Stadtteil West das Bündnis für Familien gegründet wurde, um jetzt auch Ressourcen gemeinsam aus den Institutionen, aber auch aus den Familien heraus zu bündeln für eine familienfreundliche Stadt. Finde ich toll. Ich mache das sehr gerne, weil ich selber erfahren habe, dass nur wenn man sozial agiert, auch was zurückkommt. Ich würde mir wünschen vom Stadtteil Bündnis West, dass es gelingt, auch die Interessen direkt aus den Stadtteilen sichtbar zu machen, weil ich davon ausgehe, dass die Familien in ihrem direkten Umfeld eigentlich am besten wissen, was sie brauchen. Zum Beispiel Hausaufgabenhilfe, mehr Ausflüge mit den Kindern. Dass man eher weiß, aha, was kann man machen, was können die Kinder machen, was können die Familien machen, wo können sie hingehen. Ich finde es halt schön, dass es gebunden an Stadtteilen ist, weil jedes Stadtteil hat andere Probleme, ja, oder andere Sorgen. Und es gibt zum Beispiel Familien, die würden was gern verändern, ne? wissen aber nicht wie. Ja. Ne? Alleine ist man halt irgendwie alleine und wenn man so ein Bündnis hat, dann kann man auch was bewegen in der Stadt.
Thema Großelternschaft und Erziehungspartnerschaft, Mehrgenerationenerziehung ist ja auch ein Thema des Kinderschutzbundes. Wir sind ja sehr stark vertreten mit unserem Kursmodell starke Großeltern, starke Kinder. Und von daher ist das natürlich ein Thema, das mich von Berufswegen schon interessiert. Am meisten interessiert mich die Ergebnisse der Forschung. Die Rolle der Großeltern. Also meine Rolle, wenn ich Großmutter bin, ich denke über meine eigenen Großeltern nach, über meine Eltern, die Großeltern meiner Kinder sind. Es ist schon ein Thema, was mich allgemein auch menschlich interessiert. Und ich bin hier beim Kinderbüro, weil ich Kontakte anknüpfen möchte, weil unser Anliegen ist auch, Alt und Jung zusammenzubringen. Ich bin auch an politischen Aktivitäten interessiert, deswegen interessiert mich auch die solche Veranstaltungen, um mich sozusagen am Geschehen dabei zu sein und teilzunehmen. In der Gründungsdeklaration wurde festgehalten, dass die Familien in den Mittelpunkt des politischen, wirtschaftlichen und des gesellschaftlichen Interesses rücken. Die fünf Bausteine werden zusammengehalten und vernetzt durch die Steuerung und Koordination des Bündnisses. Das Ziel des Frankfurter Bündnisses ist es, Räume für Familie zu öffnen. Ich nehme mit, dass es noch ein neues Thema ist, dass es noch nicht angekommen ist in der Breite. Also ich fand eben diesen Zusammenhang Migration und unterschiedliche Generationen sehr interessant. Das ist für uns in der Einrichtung auch immer ein Thema und ich habe sehr viel mit unterschiedlichen Menschen zu tun und finde es sehr interessant, so auf die Sozialisation zu schauen bei denen und wie sie dann mit ihren Kindern umgehen. Entsetzt und erstaunt über Ergebnisse, weil da wurde ja die türkische Familien vorgestellt. Ich kenne ja das Land sehr, sehr gut. Wie fehlerhaft das ist, das möchte ich nicht sagen. Vielleicht fehlerhaft ist falsch gesagt. Fehlende Basiskenntnisse und falsche Ergebnisse. Ich finde, diese Ergebnisse sind falsch. Konflikt ist ja immer Zusammenstoßen unterschiedlicher Interessen und da bin ich sicher, dass das passieren wird. Also es ist interessant, wie sich das gestalten lässt. Also wenn meine Kinder Kinder kriegen, bin ich gespannt, wie ich mich als Großmutter in diesen Prozess dann hineinfinden werde. Und ich glaube, da habe ich einige Anregungen auch bekommen hier. Und ich bin da jetzt interessiert, weiter zu dem Thema zu lesen und glaube, dass mir das hilft in meiner Rolle. Dann darf ich Sie ganz herzlich im Stolz-Museum der Frankfurter Sparkasse begrüßen. Das Stolz-Museum gibt es seit 1978 und ist hier in einem Renaissance-Treppenturm untergebracht. Mein Großvater hat mir zu mir gesagt, Fritzi, heute wollen wir aber mal einen Weidespaziergang machen, bis auf die Sachsehäuser Watt. Kannst du dann auch so weit laufen? Ja, habe ich gesagt. Und da hat mich mein Großvater an der Hand gerät und wir sind aus dem Rewestock durch den Bohre, der Neugassenhof und hin ins Slemsche, wo ich aber an der Frau Geier von Bennem ihr Butterkuchen nicht vorbeizubringen gewesen bin. Darum hat mir dann auch mein Großvater so eine runde Kreuzersch Butterkuchen gekauft und die Frau Geier hat er so viel Zucker drauf gestreut, dass mir das Mehl in beide Nasenlöcher hineingefahren ist, wie ich in den Butterkuchen gebissen habe. Jawohl, mein Kind, das ist alles miteinander frankfurtisch. Ja, es gibt nur ein Frankfurt. Weiter gar keins, Großpapa? Oh ja, es gibt noch eins, aber das gilt nix. Dann da ist ein Oder dabei. Entschuldigen Sie bitte, ich stand im Stau.
Wir standen im Stau in der großen Friedmeier. Ein Karre hinter dem anderen. Ich sag Ihnen, ein Gestank von denen Ochse, ein Geschrei von denen Bauern, die da auf der Markt wollten. Wissen Sie, kennen Sie ja, der Erzeugermarkt, ja. Das ging nicht vor und zurück, da bin ich ja noch in den Pferdeappel getreten. Und dann hat noch ein kleines Mädchen sein Perück verloren und alles gesucht und alles rum. Dann habe zwei Bauern sich in die Haare gekriegt mit dem Mistgabel, weil die Karre nicht vor- Vater, und zurückginge. Lass uns das Glas erheben und auf den erfreulichen Anbruch des Jahres 1757 anstoßen. Prosit, meine liebe Tochter Katharina, auf dein Wohl und auf das Wohl meines Enkelsohnes Johann Wolfgang. Prosit. Prosit. Ich möchte mich selbst bewegen, ich möchte weitere Kurse hören und ich möchte weiter in die Thematik eindringen. Ich möchte eigentlich nur mich selbst voranbringen. Ich möchte die Entspannung zwischen den Generationen bewegen. Familie ist sehr nüchtern und distanziert geworden, vor allem weil es auch zu klein geworden ist. Und wir müssen in Zukunft versuchen, andere Formen des Zusammenlebens zwischen Alt und Jung zu finden, nicht mehr rein biologisch bezogen, sondern man müsste einfach Wohn- und Familienstrukturen schaffen, wo Alt und Junge zusammen sind und sich gegenseitig helfen. Ein starkes Familienbündnis brauchen wir alle. Machen Sie mit!